Herzlich willkommen zu den Heute-Nachrichten. Es ist eine heikle Mission für Deutschlands neue Außenministerin. Annalena Baerbock besucht die Ukraine und fliegt von dort weiter nach Russland. Das brisante Hauptthema, der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, das Säbelrasseln von Russlands Präsident Putin. Damit zusammen hängen zwei weitere diplomatische Klippen. Kiews Forderung nach deutschen Waffenlieferungen und dem Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Sie gedenkt der Opfer des Aufstands vom Maidan an der Gedenkstätte Himmlische Hundertschaft in Kiew. Schwierige Gespräche stehen Außenministerin Baerbock bevor, hier in der Ukraine und morgen in Moskau. Sie kündigt Dialog und Härte an. Wir sind entschlossen zu reagieren, wenn Russland den Weg der Eskalation geht. Der Truppenaufmarsch der Russen an der Grenze zur Ukraine, er macht den Westen nervös. Unklar, was Putin vorhat, da ist die Sorge vor einem Einmarsch. Wie aber könnte der Preis dafür aussehen? Wenn es Gefechte gibt an der Grenze, ist es was anderes, als wenn die jetzt anfangen, richtig tief ins Land reinzumarschieren. Und deshalb bitte ich wirklich um Nachsicht, dass das nicht jetzt en Detail alles dargestellt wird. Es ist aber bekannt, dass es natürlich um wirtschaftliche Maßnahmen geht. Größtes Druckmittel könnte ein Stopp von Nord Stream 2 sein. Das erwägen die Grünen und die FDP. Die SPD aber bremst, will die umstrittene Ostsee-Pipeline nicht als geopolitische Handlungsmasse sehen. Das Projekt Nord Stream 2 wird in Russland und auch in den USA als geostrategisches und geopolitisches Projekt gesehen. Und es wäre wichtig, dass es auch in Europa so gesehen wird. Nichts von dem, was die Ukraine am dringendsten haben will, ist Deutschland bereit zu geben. Deutschland ist gegen die Lieferung von Defensivwaffen. Deutschland ist gegen den NATO-Beitritt der Ukraine. Und Deutschland ist gegen den sofortigen Stopp von Nord Stream 2. Deutschland setzt ganz auf die Diplomatie. Und da muss Außenministerin Baerbock liefern. Morgen in Moskau. Treffen mit dem ukrainischen Außenminister. Stößt die wertebasierte Außenpolitik, die Baerbock will, an ihre Grenzen? Diese Reise eine Herausforderung für die neue Ministerin. Nach Deutschland, der Blick auf die Corona-Zahlen. Da meldet das Robert-Koch-Institut bei der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz den vierten Tag in Folge einen neuen Höchstwert. Konkret wurden dem RKI 34.145 Neuinfektionen binnen 24 Stunden übermittelt. 8.890 mehr als vor einer Woche. 30 Todesfälle kamen dazu. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf jetzt 528,2. Was tun gegen die steigenden Corona-Zahlen? Am Abend beraten die Gesundheitsminister der Länder über das weitere Vorgehen. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird zugeschaltet. Er hatte zuletzt dazu aufgerufen, dass sich jeder mehrmals die Woche selbst auf das Virus testet, um eine möglichst große Sicherheit zu haben. Was an den Schulen mittlerweile Alltag ist, ist in den Kitas bisher noch eine Ausnahme, eine Testpflicht für Kinder. Nur wenige Bundesländer schreiben mehrere verbindliche Tests pro Woche vor. In Bremen, wo die Inzidenz auf über 1400 geklettert ist, werden die Forderungen nach einer Testpflicht für die Kleinsten immer lauter. Im Land Bremen sollen Kindertagesstätten aufgrund der hohen Zahlen von Neuansteckungen mit der Omikron-Variante eine Testpflicht für Kinder eingeführt werden. Wir fänden das gut, wenn es eine Testpflicht gäbe. Wir testen ja eh schon regelmäßig, aber halt noch auf freiwilliger Basis. Aber in den Schulen wird ja auch getestet, da ist es nicht freiwillig, sie müssen. Ich fände es für die Kita auch angemessen. Wenn natürlich Lolli-Tests für die Kleinen dann auch bereitgestellt werden, dann finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache. Das Kauen auf einem Wattestab beim Lolli-Test für die Kinder einfacher als ein Nasenabstrich. Testen in Kitas soll nach Willen der Bildungssenatorin so schnell wie möglich zur Pflicht werden. Ich erwarte von Eltern, dass sie ihre Kinder testen, bevor sie in die Einrichtung kommen. Gespräche, die wir geführt haben mit Eltern, aber auch mit Beschäftigten, haben gezeigt, dass es da mehr Verbindlichkeit braucht. Denn auch für Erzieherinnen ist die Ansteckungsgefahr in der Kita groß. Die Langzeitfolgen können schwerwiegend sein. Meine größten Probleme, die ich noch habe, sind einfach die Atmung so. Also gerade wenn ich irgendwie nicht darauf achte, fällt mir das sehr schwer. Dann fange ich an, ganz kurzatmig zu werden. So. Dann habe ich kognitiv halt Einschränkungen irgendwie immer noch. Noch in dieser Woche will Bremen die Testpflicht in Kindertagesstätten festzurren.
Zur Situation in Bremen und wie der Kampf gegen die Pandemie in ganz Deutschland weitergeht, dazu sehen Sie ein ZDF-Spezial um 19.25 Uhr direkt nach den Heute-Nachrichten. Frankreich erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Das Parlament hat strengen Zugangsbeschränkungen zugestimmt. Nicht immunisierte Menschen ab 16 Jahren dürfen dann nicht mehr mit Fernzügen fahren. Auch Inlandsflüge, Kultureinrichtungen und Restaurants sind für sie tabu. Bisher reichte ein negativer Corona-Test. In Frankreich sind bereits mehr als 91% der Erwachsenen vollständig geimpft. Der neue deutsche Finanzminister Lindner nimmt zum ersten Mal an den Beratungen der EU-Finanzminister in Brüssel teil. Dabei dürfte es vor allem um die wirtschaftliche Lage und die Erholung von der Corona-Pandemie gehen. Frankreich hat die EU-Ratspräsidentschaft inne, Deutschland den Vorsitz der G7-Staaten. Beide Länder haben im Umgang mit den europäischen Schuldenregeln jedoch unterschiedliche Positionen. Anne Gellinek in Brüssel. Was wird denn von Lindner erwartet? Naja, es ist so ein bisschen wie der erste Schultag nach den großen Ferien und der Neugier auf den Neuen in der Klasse. Das Interesse hier in Brüssel am neuen deutschen Finanzminister ist riesig und dabei vor allem an der Frage, wie er es hält mit den europäischen Schuldenregeln. Im Wahlkampf hatte Lindner sich ja eher als Musterschüler präsentiert, gesagt, die Schuldenregeln dürften nicht aufgeweicht werden und damit in den südeuropäischen Ländern Italien, Spanien, auch Frankreich große Sorge und Skepsis ausgelöst, ob es jetzt zu einem neuen europäischen harten Sparkurs kommt. Inzwischen sendet Lindner eher gemischte Botschaften, also der Stabilitäts- und Wachstumspakt habe sich im Kern bewährt, könne aber im Prinzip weiterentwickelt werden. Also das heißt, hier in Europa ist vieles im Fluss, zumal auch andere Finanzminister noch neu sind in der Runde. Es gibt eine neue niederländische Finanzministerin, auch Österreich und Luxemburg schicken neue Kollegen. Die müssen sich jetzt erstmal einarbeiten und zusammenfinden. Also eine spannende Eurogruppe mit alten Themen und neuen Gesichtern. Vielen Dank, Anne Gellinek in Brüssel. Der Rahmen ist kleiner, der Glamour-Faktor sowieso. Zum zweiten Mal findet die Frankfurter Fashion Week unter Pandemiebedingungen statt. Und das heißt, weniger Veranstaltungen, mehr digitale Präsentationen. Der Schwerpunkt in diesem Jahr: Nachhaltigkeit. Eine ganze Kollektion made in Germany. René Storck ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Der Designer aus Frankfurt produziert ausschließlich in Deutschland. Langlebige Stoffe und kurze Transportwege, weniger Umweltbelastung und faire Arbeitsbedingungen. Darauf kommt es ihm an. Ich denke, dass unser Bewusstsein geschärft werden sollte. Und das ist das, woran wir arbeiten, eben genau zu gucken, was wir konsumieren und wie wir es konsumieren und wie viel wir tatsächlich brauchen. Nachhaltigkeit, ein Thema auf der Frankfurter Fashion Week, die pandemiebedingt nur teilweise in Präsenz stattfindet. Mit ihren Konferenzen und Ausstellungen will die Branche zeigen, dass sie umdenkt. Einer Umfrage zufolge planen 92% der deutschen Textilunternehmen, mehr nachhaltige Produkte zu verwenden, zum Beispiel Biobaumwolle. Ich würde es gar nicht mal als Trend bezeichnen, sondern es ist ein Weg in die Zukunft. Ein Zurück von Nachhaltigkeit gibt es gar nicht mehr. Es wird nur noch ein weiteres Fortschreiten von Nachhaltigkeit geben. Bis dahin ist es ein langer Weg. 25% aller weltweit eingesetzten Insektizide werden allein für den Baumwollanbau genutzt. Es ist Zeit, dass sich die Unternehmen auch dieser Verantwortung, die sie auch haben, bewusst werden und nicht einfach sagen, na ja, gut, wir exportieren ja letztendlich unseren Fußabdruck und wir sind da nicht für verantwortlich. Nachhaltigkeit dürfe deshalb nicht nur ein Marketing-Slogan sein, findet Designer René Storck. Er hofft, dass die Branche es ernst meint mit ihren Bemühungen. Ein Wintersturm hat im Osten der USA für Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle gesorgt. Der Wetterdienst warnte vor weiterem Schneefall, Regen und starken Windböen. In rund 235.000 Haushalten soll bereits der Strom ausgefallen sein. Die Bundesstaaten Georgia, Virginia und North Carolina riefen den Notstand aus. In Florida zerstörten Tornados mindestens 27 Häuser. Auch hier sind tausende Haushalte ohne Strom. Wir kommen noch zum Wetter bei uns. Die Aussichten bis morgen Abend. Heute an der See zunehmend sonnig, im Norden und Osten zeitweise Regen, im Bergland Schnee, 2 bis 9 Grad. In der Nacht im Osten klar, sonst bewölkt, in der Mitte und im Südosten etwas Regen oder Schnee, minus 3 bis plus 6 Grad. Morgen teils aufgelockert, teils stark bewölkt, nur vereinzelt Sprühregen, Höchstwerte 2 bis 8 Grad.
Die nächsten Nachrichten um 13 Uhr im ZDF-Mittagsmagazin. Hier geht's weiter mit Sandra Maria Grunewald und der Drehscheibe. Tschüss und bis später.